Und wenn du wirklich emotional frei werden willst, in meinen Augen, das ist nur meine Perspektive jetzt, das ist, da gibt es kein Buch, das ist, oder kein Experte, der das so sagt, das ist nur Basis auf meine Erfahrung. Also was ich bisher erzählt habe, das ist sehr, sehr, sehr sachlich gewesen, aber das ist jetzt nur meine Interpretation zusätzlich dazu. Ich glaube, dass wenn du wirklich emotional frei sein willst, du auch die Wahl haben solltest, zu fühlen. Und zwar den Schmerz genauso wie die Liebe. Und je mehr Schmerz du zulassen kannst, desto mehr Liebe kannst du auch zulassen. Und das ist die Kunst des Lebens. Und da bin ich noch lange nicht irgendwo am Ziel oder so. Ich glaube, es gibt auch kein Ziel in erster Linie, aber es geht einfach darum, sich sein Herz offen zu halten. Das ist eine Aufgabe, die ist nicht einfach. Vor allem, weil es immer wieder Gründe gibt, sein Herz zu schließen, weil jetzt sind wir wieder am Anfang. Wer will schon Ohnmacht spüren? Wer will schon diese Trauer, diesen Schmerz, diese ganzen Emotionen, die dich hier zuschnüren, diesen ganzen Schmerz, zum Beispiel auch nach einer Beziehungskrise, so wenn eine Beziehung zerbricht, wenn dieses Detachment entsteht und man sich körperlich einfach schwach fühlt, die ganze Haut sich kalt anfühlt, man zum Teil einfach nicht mal mehr so richtig Bock auf irgendwas hat. Wie einfach ist es dort zu sagen, hey, ich will diesen Schmerz nicht spüren und, jetzt kommt's, ich suche mir Ablenkung. Und das ist dort, wo ich sage, wenn du zu viel Ablenkung im Außen suchst, dann bist du nicht mehr emotional frei. Was heißt Ablenkung im Außen? Ablenkung im Außen ist alles das, was du von dir nicht intern kreieren kannst. Das heißt, wenn wir von Selbstregulation sprechen, das sind Techniken, die wir im Mentoring auch den Leuten beibringen, Selbstregulierung oder Koregulierung, das sind verschiedene Techniken, die dir helfen, mit deinen ganzen Sachen umzugehen, wenn du mal eine Krise hast, wenn es mal scheiße läuft. Das heißt, wenn du Symptome hast und du merkst, du bist krank oder du merkst, du bist verspannt oder es tut irgend alles weh oder eben in irgendeiner Weise auch dein Verstand. Manchmal sind es ja nicht nur Emotionen, sondern auch Gedankenkreise, die ich mir aufhören wollen. Wenn du nachts nicht schlafen kannst, wenn einfach dein ganzer verdammter Verstand dich die ganze Zeit penetriert und nervt, dann weißt du irgendwann, okay, irgendwas ist nicht gut. Weil Gefühle und Gedanken sind eigentlich so wie die zwei Seiten der gleichen Münze. So, wenn du Gefühle verarbeitest, dann releasest du damit auch die Gedanken. Und wenn du Gedanken loslassen kannst, wenn du es auf die meditative Art machst, dann kannst du damit automatisch auch Sachen droppen, die du dann eben nicht mehr emotional durchfühlst. Das heißt, es gibt nicht nur dieses ein oder andere, dieses entweder oder. Aber wenn wir eben von diesen Selbstregulierungstechniken sprechen, dann sprechen wir von Sachen, die wir machen können, egal wo wir sind, auf der ganzen Welt. Und dafür brauchen wir nichts von außen. Meditation, Breathwork, Ecstatic Dance, Humming, Singing, also zum Beispiel dieses einfach Sachen, die dir helfen, wieder in deinen Körper zu kommen, ins Training zu gehen, ist zum Beispiel auch eine gute Sache, mal kurz einfach Schock, kaltes Bad, kalte Dusche, das sind alles Sachen, das ist selbstregulativ. Aber das machen die meisten Menschen nicht. Was machen die meisten Menschen, wenn sie nicht fühlen wollen? Also wenn du sagst, hey, der Schmerz ist zu groß oder ich will gar nicht rein in dieses ganze Thema. Man fängt an, sich voll zu fressen. Also Essen ist wahrscheinlich einer der größten Coping-Mechanismen, den es so gibt. Also die meisten Leute lieben es, nach einer Beziehung oder nach Frust einfach mal zu essen, um zu vergessen oder um nicht zu fühlen. So, Essen Nummer 1. Numero due, Social Media. Wie wäre es anders? Scrollen. Hey, wie oft habe ich mich dabei erwischt, nach meiner Trennung einfach ins Blinde rein zu scrollen? Einfach, weil ich nicht fühlen wollte. Social Media ist eine Ultra-Ablenkung und hilft dir sehr effektiv, nicht zu fühlen. Aber das macht das Ganze halt nicht besser. Und du wirst abhängig. Emotionale Abhängigkeit, das ist das Gegenteil von Freiheit. Das heißt, wenn du abhängig bist von Essen, von Social Media, von Videogames, von Drogen, Marihuana, Alkohol. Wenn du in die nächste Beziehung rennst oder irgendwie auf Tinder rumscrollst, um irgendein Date zu finden, nur damit du nicht fühlen musst. Wenn du dir den ganzen Tag Pornos reinziehen musst, dann sprechen wir von sehr schlechten oder ich sage mal unproduktiven Coping-Mechanismen / emotionalen Abhängigkeiten. Sprich, du bist nicht mehr emotional frei. Das heißt, wenn wir sagen, hey, ich will emotional frei werden, dann schaffen wir es auch, erstens mal die Bereitschaft zu haben, Schmerz zu spüren. Ja, ist scheiße, ist nicht geil, es ist einfach nicht geil, aber damit kommen wir sehr schnell wieder in die Verbindung mit uns, in die Verbindung mit anderen Menschen, wir können uns öffnen und wir haben auch die Tools, uns selbst zu regulieren.
eben nicht durch Essen, Social Media, Videogames, Drogen, Beziehungen, Porno, Tinder, sondern eben durch die ganzen Sachen, die ich vorhin genannt habe. Kältebad, Training, Meditation, Breathwork, Ecstatic Dance, Humming, Singing, Sachen, die wir auch zum Teil in unseren Sharing Circles machen. Ich hatte zum Beispiel vor ein paar Wochen mit Alex Wirtl einen richtig geilen Sharing Circle, einen Man Circle, wo er wirklich auch verschiedene Activations gemacht hat. Also alle unsere Kunden des Mentorings, die haben auch die Möglichkeit, an diesen Sharing Circles teilzunehmen und dort mal in 90 Minuten so richtig auch in den Körper zu kommen. Jetzt sind wir aber noch nicht fertig. Es gibt noch ein paar andere Coping-Strategien, die sind zwar immer noch Ablenkungen, aber sie sind wenigstens ein bisschen produktiv und in denen habe ich mich persönlich sehr stark wiedergefunden. So, wie kann man sich nämlich auch noch ablenken, wenn man keinen Schmerz spüren will? Vielleicht mit exzessivem Sport, vielleicht mit exzessiver Arbeit, nur noch hustlen, vielleicht auch mit exzessivem Reisen, nonstop, bam, oder vielleicht eben auch mit Sex und irgendwelchen anderen Ablenkungen. Das heißt, es gibt auch diese Sachen, wo man das Gefühl hat, gesellschaftlich gesehen, also gesellschaftlich, das heißt, sind wir wieder in Konvention drin, die Gesellschaft, die wertet Sport, Arbeit und Reisen als super erfolgreich an. Wenn du dir den ganzen Tag irgendwelche neuen Luxusgegenstände kaufst, weil du es dir leisten kannst, neue Uhr, neue Yacht, irgendwelche neuen Sachen die ganze Zeit, dann denken die meisten Leute, boah, der hat es geschafft. Aber auch das sind fiese Coping-Strategien, die eigentlich am Ende des Tages genau das Gleiche tun wie Drogen, Videogames, Sex, Essen, Social Media etc. Das heißt, das ist der zweite große Kuchen von emotionaler Freiheit. Das heißt, neben dieser Geschichte, die ich vorhin gesagt habe, dem ganzen Bewusstseinsthema, kommt das auch noch dazu. Und das Dritte, und das ist das, was ich ganz, ganz spezifisch auch fokussieren werde in meinem neuen Changes Intimacy Programm, was dann nächstes Jahr kommen wird oder Ende dieses Jahres, ist Kommunikation. In der Lage zu sein, das, was man fühlt, auch richtig zu kommunizieren. Jetzt sind wir wieder in diesem Agieren, im proaktiven Agieren, zu sagen, hey, ich bin in der Lage, meine Gefühle nicht nur wahrzunehmen, neugierig zu sein, mir selbst die Möglichkeit zu geben, Raum zu kreieren, mich selbst zu regulieren, sondern ich kann diese Gefühle auch ausdrücken. Das ist die Königsdisziplin. Gefühle ausdrücken und Gefühle von anderen Menschen halten, wenn andere Leute getriggert sind, das zu halten, Fragen zu stellen, die unangenehm sind, die du eigentlich gar nicht stellen willst, weil sie eine Möglichkeit mit sich bringen, dass du abgelehnt wirst, das ist Königsdisziplin. Und das ist ein ganzes Thema nochmal für sich, Kommunikation. Dass man sich nicht zurückzieht von Leuten oder ghostet oder was auch immer, dass man nicht projiziert, seine eigenen Gefühle auf andere projiziert. Hast du eigentlich ein Problem? Was geht denn mit dir ab? So, man ist selbst wütend und projiziert den ganzen Scheiß nach außen. Oder man hält einfach Sachen zurück. Man frisst es in sich rein. So, das sind typische Fehler, die man macht, die auch wieder zu diesem Ergebnis führen, dass wir nicht weiterkommen im Leben, uns blockiert fühlen und eben nicht frei sind. Emotional nicht frei sind. So, da habe ich sehr viel Theorie hier reingehauen, aber ich denke, das macht auch mal wieder Sinn hier. Wir haben noch ganz viele andere Sachen, die wir natürlich auch beabsichtigen, also die wir auch behandeln bei The Chain is Life. Es geht jetzt nicht nur um Emotionen, aber das Thema, Noel hat es auch gerade nochmal geschrieben, Verletzlichkeit, genau diese Bereitschaft, Schmerz zu fühlen in erster Linie mal, die erhöht dann eben auch deine Kapazität, intim mit anderen Menschen zu sein, ob das jetzt mit Freunden, Frauen, Männern des anderen Geschlechts ist oder im Allgemeinen einfach auch die Verbindung mit sich selbst. Das Leben wird dann juicier. Das heißt, das ist diese Selbstregulierung, so emotionale Selbstregulierung. Es gibt auch ganz viele andere Sachen, die wir auch beachten müssen, wie zum Beispiel Selbstdisziplin, liebevoll mit uns umzugehen, aber auch Selbstdisziplin trotzdem an den Tag zu legen, weil, was ich hier am Anfang auch angesprochen habe, die Leute, die sagen, boah, Emotionen, einfach fühlen, einfach ausdrücken, einfach leben, das sind dann Menschen, die dann, wenn sie zu stark Introzeption praktizieren und immer nur in ihren Gefühlen sind und immer nur Intuition und immer nur in diesem Gebiet sich bewegen, die haben dann Mühe, sich selbst zu disziplinieren. Die können dann nicht mehr etwas machen, trotz eines Gefühls. Das sind dann Leute, die dann sich gehen lassen, selbstgefährlich werden. Das heißt, liebevoll Selbstdisziplin an den Tag zu bringen. Das hat man vielleicht nicht immer gelernt, auch von den Eltern. Wenn Eltern natürlich selbst keine Disziplin vorgelebt haben oder dir nicht die Chance gegeben haben,
deine eigenen Grenzen kennenzulernen und entsprechend auch Konsequenzen zu erfahren, dann fällt dir das auch schwer. Und natürlich sowas wie Spiel und Spaß. Das ist auch etwas, was wir verlernt haben, meistens als erwachsene Menschen. Und wenn das unsere Eltern uns nicht vorgelebt haben, wie man auch einfach nonlinear, ohne großes Ziel, Spaß haben kann, Pleasure, geile, einfach so diese geilen Gefühle auch kreieren kann für sich selbst, mit sich selbst einen geilen Abend haben kann. Wenn man das nicht kann, dann ist man auch nicht mehr abhängig, dann ist man auch emotional abhängig. Dann braucht man immer irgendwelche Leute um sich, irgendeinen Kick, irgendwas, Social Media. Und das ist so ein bisschen das Ergebnis, oder? Was wir hier machen oder über was wir hier sprechen, warum emotionale Freiheit so wichtig ist und warum ich auch jedem empfehle, den Test zu machen auf unserer Webseite, ist, weil emotionale Freiheit dir nochmal so dieses juicy Gefühl gibt. Das heißt, egal wie, und ich glaub mir, ich habe Kunden, das sind Multimillionäre, egal wie viel Geld du hast, egal wie geil du aussiehst, egal wie viele Reisen du schon gemacht hast, egal wie viele Frauen und Männer du schon gedatet hast, egal wie viel Erfolg du hast, egal ob du ein Flugzeug besitzt oder eine Yacht besitzt oder was zum Geier, all das kann sich total leer anfühlen, wenn du nicht connected bist mit dir, emotional, wenn du diese Verbundenheit nicht spürst, wenn du mit Menschen nicht richtig reden kannst, mit denen nicht richtig das Gefühl hast, mit denen zu connecten zu können. Das ist alles leer. Es ist alles leer. Das ist emotionale Freiheit, ist fast schon so wie dieser Booster für alle anderen Säulen, die wir bei uns haben. Das heißt, wenn du emotionale Freiheit wirklich auch willst, dann beschäftige dich wirklich auch mal mit unserem Content ein bisschen mehr. Schau auf unsere Webseite und dann lernst du nochmal so ein bisschen was dazu. Wir machen das Ganze nicht nur online, wir machen es auch offline. Wie gesagt, in Portugal mit unseren Retreats von Alex Wirtel, mit auch verschiedenen Treffen im Inner Circle. Das heißt, wenn du einmal bei uns im Inner Circle bist, dann wirst du automatisch auch offline natürlich mit uns in Kontakt treten, in verschiedensten Orten. Genau. Und jetzt schaue ich mir noch mal ein bisschen die Fragen an. Jetzt habe ich einen kleinen Mini-Vortrag gemacht, ein bisschen länger als 5 Minuten, aber ich glaube, es war auch wieder hilfreich,